Hallo Freunde, vielleicht erinnert ihr euch an die äußerst kuriose Geschichte, dass einige Forscher und Bibelforscher behaupten, dass Jesus Christus in Wirklichkeit ein Außerirdischer gewesen ist und nicht irgendeiner, sondern ein außerirdischer Gott aus dem alten Ägypten. Und eine relativ ähnliche Geschichte hat auch ein anderer Forscher, denn er behauptet, dass Jesus und Osiris ein und dieselbe Person gewesen sind, und zwar ein Außerirdischer. Jesus und Osiris. Kann man sich das einmal vorstellen? Mehr darüber erfahrt ihr nun im folgenden Video. Wie immer würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Los geht's! Ein Bibelforscher veröffentlicht verbotene Beweise, dass Jesus und der Gott Osiris aus dem alten Ägypten ein und dieselbe Person gewesen sind. Gehen wir einmal kurz auf die Person bzw. die Gottheit Osiris ein. Osiris ist in der alten Eti-Mythologie des alten Ägyptens der sogenannte Jenseitsgott, der Gott der Wiedergeburt und des Nils. Er sollte aber nicht mit Anubis, dem Gott der sogenannten Unterwelt, verwechselt werden, denn dies tun auch einige. Einige Bibelforscher haben sich mit diesem Phänomen befasst und sind tatsächlich der Meinung, dass die Figur Jesus in Wirklichkeit nur eine Nacherzählung der Figur Osiris gewesen ist und niemals existiert hat. Ein Bibelforscher hat aber eine ganz andere und äußerst kontroverse Meinung dazu. Er ist der Meinung, dass diese Dinge teilweise stimmen, aber dass diese zwei Personen ein und dieselbe Person, aber in Wirklichkeit eine außerirdische Person gewesen sind. Dies erklärt seiner Meinung nach auch die ganzen seltsamen Dinge, die in der Bibel stehen, dass Jesus beispielsweise über Wasser laufen kann. Dies soll ganz einfach mit übermenschlicher Alien-Technologie erklärbar sein. Oder dass er Wasser in Wein verwandeln kann. Dies ist eine hochkomplexe DNA-Molekül-Technologie außerirdischer Herkunft, die so etwas praktizieren kann. Der damalige Außerirdische soll sich einen Spaß an allem erlaubt haben und soll sich vor der Menschheit als Gott präsentiert haben, und diese haben es natürlich geglaubt. Und um dem Ganzen noch einen draufzusetzen, soll er sich ans Kreuz nageln lassen haben, und hinterher hat er seine Wiederauferstehung gefaked, indem er wieder mittels moderner außerirdischer Technologie, die den Heilungsprozess um den Faktor 1000 beschleunigen kann, dann dazu beigetragen, dass die ganze Welt dachte, dass er wieder auferstanden ist und zum Himmel gefahren ist. Auch die Himmelfahrt soll ganz einfach erklärbar gewesen sein, denn ein außerirdisches Raumschiff ist gekommen und hat ihn mit seinen Strahlen nach oben gesaugt, weil er mittlerweile die Schnauze von der Erde voll gehabt hat. Nun seid aber ihr an der Reihe. Was meint ihr zu der äußerst kuriosen Geschichte? Kann das eher als Gotteslästerung bezeichnet werden oder denkt ihr eher, da könnte etwas Wahres dran sein? Schreibt mir eure Meinung darüber in die Kommentare und wie immer würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr jetzt zu meiner Unterstützung noch ein weiteres Video von mir anschaut. Ihr findet es wie immer hier oben verlinkt. Bis bald!